Hallihallo, willkommen. Ist das die letzte Winterpause, die Ottmar Schulz hier leitet? Wir werden sehen. Ich habe ja gesagt, ich beende meine Karriere, wenn ich gefeuert werde. Und aktuell ist das, ja, oder für die ganze Saison ist das Saisonziel der Klassenerhalt. Da stehen wir auf Platz 12 eigentlich ziemlich gut. Allerdings, stärketechnisch stehen wir im oberen Drittel, da wäre eigentlich mehr drin. Allerdings lasse ich mich hier nur nach dem Saisonziel messen, weil dass die Mannschaft mittlerweile viel stärker ist, das ist ja mein Verdienst. Das lasse ich mir jetzt nicht noch negativ anrechnen. Also, der Vorstand ist nicht ganz begeistert, aber auch noch nicht so kritisch, dass ich mir jetzt erstmal direkt Sorgen machen muss. Aber es sind noch 17 Spiele, es wird ein harter Kampf. Wir haben nur 2 Punkte Vorsprung vor Platz 15. Wir haben zum Glück ein deutlich besseres Torverhältnis als alle oder fast alle, die unter uns stehen. Nur Berliner AK hat da ein ähnliches Torverhältnis. Wir haben aber auch schon 6 Punkte Rückstand auf den 9. Also ja, gerade zu Hause müssen wir mehr punkten. Ich werde keine Transfers wahrscheinlich tätigen, es sei denn, es kommen jetzt noch schwere Verletzungen hinzu. Wir haben schon eine schwere Verletzung von Carvajal. Die können wir aber auffangen, weil wir haben mindestens 3 gleichwertige Stürmer, wenn nicht bessere Stürmer. Shakuro ist nächste Woche wieder da. Den einzigen Transfer, den ich tätigen werde, wäre hier der Tobias Apostolakis. Guter Name einerseits. Und er ist ein Starspieler, 24 Jahre alt in unserer zweiten Mannschaft. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Einfach auch aus Neugierde, aus Interesse. Und auf der Sechser-Position, so wie gerade wenn Shakuro ausfällt, kann man da durchaus vielleicht noch wen gebrauchen. Ja. Es gibt jetzt zum Weihnachtsfest erstmal frei und dann müssen wir schauen, wie wir uns vorbereiten. Es gab schon mal gute Rückrunden, es gab schon mal ganz schlechte Rückrunden. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir alles geregelt bekommen. Training gibt es nicht. Stille Nacht, heilige Nacht, ein ruhiger, besinnlicher Abend weit weg von den Niederungen des Profifußballs, ja. Oh, Masiko, ja, da habe ich doch gerade gesagt, wenn schwere Verletzungen auftreten, dann können wir nochmal Transfers vielleicht tätigen. Masiko hat üble Schmerzen im Knie und eine Spiegelung ergibt einen Knorpelschaden. Er muss ein halbes Jahr aussetzen. Der nächste, für den die Saison gelaufen ist. Wobei, für Carvajal ist ja, glaube ich, nicht ganz gelaufen. Ich meine, das ist jetzt ein Ersatzmann. Wir haben ja auch Leute aus der dritten Reihe, die wenig oder gar nicht zum Zug kommen. Muss man mal schauen. So, Apostolakis nimmt das Angebot an. Weihnachten und ja. Gucken, wie wir dann in die Vorbereitung gehen. Ansonsten, wir haben sehr viele junge Spieler, da werden sicherlich Aufwertungen erfolgen. So, Weiner geht von Bayern München nach Regensburg. Ilic von Heidenheim nach Lecce. Postolakis direkt mit dem Länderspiel für Serbien. Er ist gerade da, vielleicht wirklich ein Star. Bekommt die Nummer 20. Gucken wir uns den Mann nochmal an. Ja, Stärke 6, aber eine Alternative zu Shakuro. Riesiges Talent, im Alter von 24 kann da vielleicht direkt eine Aufwertung noch erfolgen. Ja, müssen wir mal gucken. So, das Jahr ist vorbei, nochmal gibt es nicht frei, jetzt gibt es Regeneration. Bisschen Thai-Massage und so weiter. Vielleicht auch mit Happy End. Ansonsten... Gucken wir mal die Planung im Januar. Wir machen mal direkt hier ein Hallenturnier. Der Ottmar Schulz Cup. Astoria Waldorf, Hansa Rostock, Unterhaching, Uerdingen, Nürnberg 2, Meppen, Braunschweig. Ja, den Ottmar Schulz Cup, den wird es auch weiterhin geben, egal wie es hier mit mir weitergeht. Den will ich hier etablieren. Dann machen wir mal einen Jugendtag und auch einen Sonntag und auch ein Fanclub-Treffen. Es geht am 8. Februar wieder los. Dann machen wir hier ein Trainingslager im Druidenzirkel. Traditionell italienisch essen waren wir erst kürzlich. Partys machen wir, glaube ich, mal keine weiteren. Freundschaftsspiele machen wir mal noch einige gegen Groß Aspach und Erfurt. Und dann machen wir ja auch noch eins gegen FC Sevilla. Mal ein bisschen was bieten hier. Und dann am 1. Februar auch noch eine Generalprobe gegen Würzburg. Ja, transfertechnisch warten wir erstmal. Ich möchte jetzt über den Jahreswechsel keinen abgeben. So, EM-Quali. Deutschland muss, wie gesagt, aus irgendeinem Grund nicht mitmachen. Ich vermute mal, dass sie
Gastgeber sind, können sie natürlich mal Spiele in Wiesbaden dann stattfinden lassen. So, unser Hallenturnier. Wir sind in der Gruppenphase mit 4 Punkten rausgeflogen. Gegen Rostock unentschieden gespielt, gegen Astoria verloren und gegen Unterhaching gewonnen. Unterhaching hat Platz 3 geholt, Braunschweig 4. Waldorf hat das Turnier gewonnen, Uerdingen auf Platz 2, 380.000 Euro Gewinn. So ganz nice. Beim Jugendtag ist kein Talent aufgefallen. Ja, kann mal gucken, ob wir vielleicht noch wen ausleihen oder vielleicht soll ich wen verkaufen und dann wen Stärkeres kaufen. Aber ich denke, wir sollten vielleicht nicht noch mehr Baustellen aufmachen. Kommt ja auch nicht nur auf die Stärke an. Die Chemie im Verein, die möchte ich eigentlich jetzt nicht noch weiter durcheinander bringen. So, Ali Weber geht von Nürnberg nach Eindhoven. Da wir halt auf Platz 12 stehen. Ah, Henker wird umworben. Das sehe ich halt auch nicht viel Gründe dafür. Und für die nächste Saison könnte ich jetzt schon wen holen. Ja, aber ich will mich erstmal darauf konzentrieren, hier mein Karriereende zu vermeiden. Das Karriereende wird es hingegen bei Sapai geben. Der Rechtsverteidiger hängt die Stiefel an den Haken am Ende der Saison. Henker wird umworben, auslaufender Vertrag. Shakura hat auch einen auslaufenden Vertrag. Sigborsen hat einen auslaufenden Vertrag. Sigborsen hat kein Talent, aber das ist ein wichtiger Mann, hat er gezeigt. Ich habe es ja oft betont, wie froh ich war, als er wieder da war. So, Stürmer haben wir nach wie vor 4 Stück. Van Buren könnte jetzt vielleicht davon profitieren, dass Carvajal verletzt ist. Aber ich würde ihn trotzdem lieber ausleihen. Ist allerdings nicht bereit dazu. Na gut, dann halt nicht. Shakur hat einen auslaufenden Vertrag. Den brauchen wir vielleicht jetzt auch gar nicht mehr. Hat auch kein Talent. Und wir haben jetzt den Apostolakis, der gleich stark ist und deutlich talentierter ist. Dann tun wir den Shakuro vielleicht direkt mal auf der Transfer. Ah, er ist schon auf der Transferliste. Kann er auch dann da drauf bleiben. Mittelfeldspieler, linkes Mittelfeld haben wir 3. Kalapes eigentlich auch über. Aber er ist auch erst 18. Der würde sich doch für eine Laie anbieten, aber ist nicht bereit dazu. Die schaden sich selber damit. In der Innenverteidigung. Strakosha. Da wäre auch eine Laie angebracht. Er ist auch nicht bereit dazu. Ja, dann braucht er euch auch nicht wundern, wenn er nicht spielt. Linksverteidiger. Masiku ist verletzt. Und wir haben auch keinen, der nebenbei Linksverteidiger machen kann. Allerdings ist Sapai beidfüßig. Und Saar ist auch beidfüßig. Ich glaube, die sind alle beidfüßig. Dann kann der Saar halt aushelfen. Kölbassi haben wir ja noch. Ich denke, da werden wir keinen brauchen. Die Verletzten müssen erstmal noch besucht werden. Gespräche machen wir auch mal weiterhin. Ich will jetzt auch nicht auf Verdacht, nur weil ich meine Karriere aufs Spiel gesetzt habe, jetzt 1.000 Leute noch verpflichten und das irgendwie mit dem Holzhammer erzwingen, dass wir jetzt hier noch besser werden. Wir sind ja eigentlich schon hier, ne, was die Mannschaftsstärke angeht, auf Platz 5. Allerdings ist das auch hier so eng beisammen. Wir sind jetzt als Fünfter auch kaum stärker als der 9. Und ich glaube, naja, das ist halt auch, weil der Kader relativ breit ist. So die erste 11 ist gar nicht so viel stärker als die meisten Clubs, wie wir ja gesehen haben. So, die Sponsoren sind bisher mit den Leistungen durchweg zufrieden. Wir bekommen für unser Geld durchaus eine angemessene Gegenleistung. Ja. Masiko wird besucht. Sigborsen bekommt eine Vertragsverlängerung. Ohne Ausstiegsklausel. 3 Jahre plus Option. Kann man sich darauf einigen. Der macht auch keine Zicken, unterschreibt direkt. So, die Fans sind mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Jugendarbeit wird sehr kritisiert. Ich verpflichte, was da ist auf dem Markt der Jugendspieler. Halte ich nicht für angemessen, die Kritik. So, Solna ist an Henker dran. Er hat einen auslaufenden Vertrag über Solna. Wir steigen sofort aus. Chris Gitte und Strakosha haben Freundschaft geschlossen. Ist doch schön. Rasner, bist der beste Mann. So, wir spielen gegen Groß Aspach, die mit den wenigsten Einsätzen kommen hier zum Einsatz. Gegen Groß Aspach. So, wir sehen 1.400 Zuschauer circa. Halbzeit, nicht viel passiert. Wechseln mal durch. Apostolakis hat zum ersten Mal gespielt. Sherry spielt mal im rechten Mittelfeld. Ansonsten, ja, so machen wir das.
Attik, 1-0 Groß Asbach. 1-1, Ovidio Borges. Vorlage Kölbassi. Kölbassi mit einer gelben Karte. Ist das auch noch gelb-rot sieht. Nein, sieht er nicht. Wir spielen 1-1. Chris Kito kriegt ein Lob. Sabai auch. Also ich sollte das jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie gesagt, es sind nur 2 Punkte Differenz. Aber ich denke, ich überlege genau, was ich jetzt hier tue. Mendes geht von Wolfsburg nach Ostende. Schäfer von Heidenheim nach Schalke. Zulehner vom Berliner AK nach Nürnberg. Zehn Bauer von Bielefeld nach Arsenal. Zwolinski von Man United nach Düsseldorf. Viele Transfers. Cooper von Celta Vigo nach Kaiserslautern. Di Franco von Schalke nach Huesca. Henker wird weiterhin umworben. Ich würde ja seinen Vertrag gern verlängern, aber kriegen wir jetzt nicht die Gelegenheit zu. So, die Jugendspieler, ich habe es ja alle gefragt, ob sie sich ausleihen lassen wollen. Wollen sie ja nicht, dann müssen wir halt jetzt so damit auskommen. Wir trainieren mal ein bisschen Zweikampf. Wir sind sehr frisch, vor allem untenrum. Kondition muss noch verbessert werden. Das wird dann im Druidenzirkel passieren. Berliner AK ist an Henker interessiert. Allerdings sehe ich es nicht ein, ihn abzugeben. Sie bieten ein hohes Handgeld. Das ist einer unserer wichtigen Eckpfeiler. Den wollen wir behalten und der bleibt. Dann haben wir, hat er jetzt auch direkt für wie lange unterschrieben? Für 4 Jahre. So, wir spielen gegen Erfurt. Spielt dann einfach mal Längle. So machen wir das. 1358 Zuschauer. Van Buren sieht gelb. Vucinovic sieht auch gelb. Hoffen wir, dass Van Buren es noch bis zur Halbzeit aushält. Dann wird er spätestens rausgenommen. Salau mit einer gelben mit dem 1-0. Gelbe Karte für Ferreira und auch für Salau. Viele gelbe Karten hier für ein Testspiel. Ziemlich ruppig. Ich könnte erstmal hier die Härte rausnehmen. Im Testspiel ist das vielleicht angebracht. Wir wechseln durch. Ei, Ferreira. Chris Kito spielt einfach mal auf der 10. Zwar fehl am Platz dort, aber machen wir einfach mal. So. Jerry sieht gelb, man will ja im Testspiel auch irgendwie sich weiterbilden. So, das Ergebnis ist ja auch vollkommen egal. Henker sieht auch gelb. So, die alle gelb sehen, dann kommt der Delors auch einfach mal ins Mittelfeld. Tauschen wir mal hier noch ein bisschen. Tauschen wir hier auch noch mal ein bisschen. So, gelbe Karte für Sansa. Viele gelbe Karten für ein Testspiel. Sigur Jönsson mit dem 2-0 für Erfurt. Wir verlieren, aber who cares? So, Chris Kito hat mit Schwimmen ein neues Hobby. So, die jungen Leute haben hier neue Hobbys, neue Freunde. Der Ottmar Schulz ist mittendrin. So, gegen Sevilla, da spielen jetzt einfach mal, sehen wir das mal als vorgezogene Generalprobe. Da spielen wir jetzt mal mit unserer besten, mit unserem schicksten Anzug, mit unserer besten Garnitur. Aber im Testspiel jetzt normal, ohne große Härte, über 3200 Zuschauer wollen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Es passiert allerdings nicht viel, es steht 0-0 zur Halbzeit. Dann wechseln wir nochmal hier Bäumler, Ferreira, Polly, Längle kommen rein. Die anderen spielen möglichst durch. Ich werde nur wechseln, wenn jemand gelb sieht oder sich verletzt. Kurz mit dem 1-0 für Sevilla. Imam mit dem 2-0. Gelbe Karte für Crawford.
Und wir verlieren diesen Test aber gegen hochkarätigen Gegner. Es ist Zeit, um etwas mit den Druiden zu zirkeln. Die Auf- und Abwertungsrunde kommt. Wir hoffen auf ein Upgrade auf ihren Positionen. Phil Strauß, 23 Jahre jung. Da ist eine Aufwertung erfolgt. Schon mal sehr schön. Baratsch, 25 Jahre, Keeper Nummer 3. Aber auch ihm würde eine Aufwertung natürlich gut stehen. Kriegt die auch von 3 auf 4 hoch. Und Antonio Taylor, glaube, der ist für eine zweite Liga an seinem Limit. Und er bleibt bei Stärke 10. Deloa, 23 Jahre jung. Da ist auch eine Aufwertung im Raum stehend. Und auch die erfolgt von 7 auf 8 hoch. Chris Kito ist noch jünger, 21 Lenzen. Wird auch aufgewertet von 7 auf 8. Könnte sogar doppelt aufgewertet werden. Und auch das passiert. Wir räumen hier bisher voll ab. Chris Kito von 7 auf 9 hoch. Polly, 26, der bleibt bei 7. Grifo ist schon 30, da müssen wir hoffen, dass er nicht abgewertet wird. Konkurrenz hat sich jetzt natürlich erhöht. Dem, was wir da gerade gesehen haben. Grifo bleibt bei 7. Strakosha, noch nicht mal volljährig. Ich hätte ihn gerne ausgeliehen. Aber vielleicht kriegen wir auch hier eine kleine Aufwertung. Ja, kriegen wir von 4 auf 5 hoch. Also die Innenverteidigung deutlich verbessert jetzt. Kölbasi hat eine Einsatzgarantie für die Rückrunde, weil hier Masiku schwer verletzt ist. Masiku könnte aber dennoch aufgewertet werden. Nein, das passiert nicht. Beide bleiben bei ihren jeweiligen Stärken. Sapai mit seiner letzten Halbserie seiner Karriere wird leider abgewertet von 8 auf 7. Das schwächt uns dann schon. Sa, 18 Jahre, der könnte jetzt gleich ziehen mit Sapai. Und tut das auch von 6 auf 7 hoch. Da ist jetzt der Kampf auf der Rechtsverteidigerposition ausgerufen. Henker wird aufgewertet von 9 auf 10. Das geht allerdings nicht durch. Cherry, 32, da muss man eine Abwertung befürchten. Einer der wenigen, die schon Ü30 sind. Die Abwertung passiert aber zum Glück nicht. Bäumler hingegen, 23 Jahre jung. Steht noch voll im Saft, bleibt bei Stärke 9. Kalapes, gerade 18. Auch ihm hätte ich eine Laie, oder habe ich eine Laie nahegelegt. Die wollte er nicht, er bleibt bei Stärke 6. Shakuro auf der 6er Position. Ja, er muss sich zeigen, sein Vertrag läuft aus. Vielleicht kann er mich nochmal überzeugen, dass er doch bleiben sollte. Rasna, die klare Nummer 1 auf der 6. Auch da ist noch Potenzial nach oben. Er bleibt aber bei Stärke 8. Apostolakis, als Starspieler gekommen, schlecht in Form. Bleibt bei Stärke 6. Der muss erstmal hier von mir gedrillt werden und von den Druiden Sigborsen. Wird aufgewertet von 8 auf 9. Das ist allerdings durch sein nicht vorhandenes Talent nicht möglich. Ferreira, der könnte gleichziehen mit Sigborsen. Und tut dies nicht. So, Carvajal. Unglaubliches Tor geschossen. Allerdings sich dann auch schwer verletzt. Der bleibt bei Stärke 7. Van Buren. Der bräuchte eine Aufwertung, um Einsatzchancen zu haben in der Rückrunde. Bleibt allerdings bei Stärke 5. Lengle. Auch 23, noch blutjung. Wird aufgewertet von 7 auf 8. Könnte doppelt aufgewertet werden. Tatsächlich auch er macht den Doppelsprung von 7 auf 9. Damit ist er natürlich auch einer der ganz großen Gewinner hier. Borges kommt dann natürlich ins Schwitzen, wenn er die Zahlen von Lengle auf dem Zettel hier vorgelegt bekommt. Er bleibt bei 7 und Kadosh bleibt bei 9. Also die großen Gewinner sind auf jeden Fall Colin Lengle und hier Kollege Chris Kito. Beide von 7 auf 9 mit einem Doppelsprung. Ansonsten auch Strauß einmal verbessert, Baratsch verbessert. Strakosha hat sich um einen Punkt verbessert. Sapai wurde leider abgewertet, hingegen wurde Sa aufgewertet. Länge, ja wie gesagt, doppelt aufgewertet. War hier nicht noch eine Abwertung? Wurde nur Sapai abgewertet? War doch noch wer, oder? Bin ich jetzt blöd? Die meisten werden jetzt wahrscheinlich ja sagen. Ne, scheinbar nur die eine Abwertung. Ja. Hauptsächlich in der Innenverteidigung dazu gewonnen, aber auch im Sturm und so weiter. Denke, da können wir sehr zufrieden sein. Da haben wir vielleicht stärketechnisch nochmal einen Sprung gemacht. Aber das war ja abzusehen, deswegen brauchten wir auch keinen mehr kaufen. Pütlik geht vom HSV nach Bielefeld. Conti geht von Leeds United nach Halle. Rukita Sombo von Sociedad nach Heidenheim. Jimenez von Dortmund nach Fulham. Und wir sind im Druidenzirkel, trainieren brutal die Kondition.
Stärke technisch stehen wir jetzt sogar auf Platz 4. Wir haben nochmal einen Satz nach oben gemacht. Damit sollten wir eigentlich um den Aufstieg mitspielen. Aber was die nackten Zahlen sind ja auch nicht alles. So, wir haben jüngst 40.000 Euro verloren. Chris Kito und Strakoscha sind sauer, weil sie nicht auf dem gleichen Zimmer liegen dürfen. Die haben sich gerade angefreundet. Das ist ja vielleicht mehr als eine Freundschaft. Ich würde es ihnen ja nicht verderben wollen, aber niemals den Füller in Mannschaftstinte tunken. So. Dann muss ich ja gleich auch mal noch eine Prüfung machen. Auch die von dem Hermann. Lang nichts mehr von ihm gehört. So, Treutner von Villarreal nach Würzburg. Barnada von Nürnberg nach Udinese Calcio. Cohen von Bochum nach Burnley. Und keine Verhandlung anstehend. Dann gibt es nochmal brutales Konditionstraining. Die Druiden holen die Peitsche raus. Manch einer steht drauf. So. Wir belassen es dann auch dabei. Haben in der letzten Woche nochmal 39.000 Euro verloren. Und dann haben wir noch ein Spiel gegen Würzburg. Da lasse ich einfach nochmal die unmotiviertesten Spieler ran, um die ein bisschen zu ärgern. ...2001er Zuschauer Kadrisch bringt uns in Führung. Assist von Kölbassi. Das ist das letzte Testspiel hier der Winterpause. Henker mit dem 2:0. Auch nochmal Vorlage Kölbassi. Ja, 2:0 zur Pause. Wir wechseln nochmal komplett durch. Taylor, Zappai und Ferreira. Kiskito, Bäumler. Lenglis stark. Rasner. Gelbe Karte für Deloa, können aber ihn nicht mehr auswechseln. Ja, die Außenverteidigerposition, die machen mir vielleicht noch am ehesten Sorgen, aber ich denke, es klappt auch. Die Offensive war ja eher unser Problem. Borges mit dem 3:0, ja. Die Aufwertungen kommen da vielleicht aber auch gut zur Geltung dann in der Rückrunde. Müssen wir sehen. So, Prüfung. Erstmal zum Warmwerden, die vom Hermann. Wie heißt der exzentrische Präsident von Atletico Madrid? Lippi, Berlusconi, Gil, Igil. Also ist auch nicht aktuell die Frage, ne? Gil, Igil. Super. Welcher Spieler hat die meisten WM-Teilnahmen aller Zeiten? Das ist ja auch eine, keine aktuelle Frage. Das ist auf dem Stand von vor 70 Jahren jetzt circa. Franz Beckenbauer, Maradona, Lothar Matthäus. Das ist Maradona. Nein, Lothar. Der Lodder. Die meisten Frauen aller Zeiten, oder? Welche Nationalmannschaft zeigt das Gemälde mit dem Namen das Wunderteam von Professor Paul Meissner? Österreich, Schweiz, Italien. Keine Ahnung. Schweiz? Nein, Österreich. Wie endete 1994 das Champions-League-Endspiel zwischen FC Barcelona und AC Mailand aus der Sicht Barcelonas? 0-4, 3-1, 0-1. Ich glaube, die haben Barca hat verloren, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube 0-1. Nein, 0-4. Damit ist der Hermann schon mal durchgefallen. Also Hermann, musst du mehr lernen. Also ich mache das ja für ihn, aber das lasse ich mir hier nicht ankreiden. Da steht nicht mein Name drauf. Wie viele Tore erzielte Franz Beckenbauer bei seiner ersten WM 1966? Keins, 4 oder 1? Keins. Nein, 4. Alles falsch hier. Noch eine Frage. Welcher Reporter sagte den sinnigen Satz, diese Rudi-Rudi-Rufe gab es früher nur bei Uwe Seeler, what? Gerd Rubenbauer, Dieter Kürten, GP Plog. Herr Plog. Nein, Gerd Rubenbauer. Fast alles falsch. So, jetzt die richtige Prüfung von Ottmar Schulz. Wie endet das erste Saisonspiel Ihrer Mannschaft in dieser Saison? Das habe ich kürzlich erst noch nachgeguckt. Das war ein 1:1. Jo, Fakt. Welcher englische Jungstar begeisterte die Massen bei der WM 1998 nicht zuletzt durch ein Traumtor gegen Argentinien? Paul Scholes, David Beckham, Michael Owen. Ich glaube, das war Michael Owen. Ja. Brillant. Wer war 1978 Europas Torschützenkönig? Krankel, Kempes, Fischer. Fischer. Nein, Kranke. Zwei Fehlerpunkte. Wie hieß der Fußballer des Jahres 89-90 in der DDR? Ulf Kirsten, Andreas Toben, Thomas Doll. Ulf, Mensch Ulf. Ja, Ulf ist auch richtig. So, wer war der erste inoffizielle Europameister? Hieß damals Europa-Nationen-Pokal. Sowjetunion, Italien, Deutschland. Sowjetunion. Ja.
So, damit werde ich ja hier mit Bravour bestehen wahrscheinlich. Welcher Bundesligaspieler wurde 98, 99 am häufigsten gefoult? Thomas Sobotzik, Roy Präger, Oliver Neuville. Ich glaube, das war Neuville. Nein, Sobotzik. So, ich habe aber bestanden mit 3 Fehlerpunkten. Sehr schön. Transferliste schließt. Wir sehen nochmal Transfers. De Jong von Münster nach Freiburg. So schön, wenn ein Liga-Konkurrent hier geschwächt wird. Skelton von Lorient nach Nürnberg, aber auch die Liga-Konkurrenten bleiben aktiv hier. McAllister von Freiburg nach Bilbao. Bakuna von Hellas Verona nach Ingolstadt. Ich werde schon wieder befördert. Ja, vollkommen zurecht hier für meine schöne Prüfung oder wie oder was. Level 5 attestiert man mir. Und ja, meine Damen und Herren, es war eine aufregende Winterpause. Wir haben uns deutlich verbessert. Vor allem im Sturm sieht das jetzt schön aus mit dem Längle. Zweistellige Zahl hier. Außenverteidigerposition müssen wir mal gucken. Der Van Buren kann zur Not auch Linksverteidiger. Borges kann auch Rechtsverteidiger. Ich denke, da werden wir schon über die Runden kommen. Und beim nächsten Mal spielen wir gegen Osnabrück, Berlin und Nürnberg. Die stehen auf Platz 3, 15 und 17. 2 Gegner stehen auf Abstiegsplätzen. Da müssen wir mindestens 6 Punkte holen. Ich will gar nicht erst unter Druck geraten. Es soll nicht meine letzte Rückrunde werden. Wir können noch mal einmal kurz die Statistiken ein bisschen wälzen. Das wollte ich noch mal kurz machen. So. In der Einsatz. Es haben 4 Spieler in der Hinrunde jedes Spiel bestritten. Das waren Polly, Rasner, Längle und Bäumler. In der Torjägerliste ist Längle mit 4 Toren vorne, danach mit 3 Toren Sigborsen und Rasner und mit 2 Toren Carvajal und Henker. Es gab 2 Joker-Tore von Carvajal. Gar nicht darauf geachtet, dass er 2-mal als Joker getroffen hat. Fairness. Wir haben 3-mal glatt rot bekommen. Vielleicht ist das ein Punkt, dass wir da vielleicht mit normaler Härte weiterspielen sollten. Ich denke, das probieren wir mal aus. Ansonsten, ja, denke, gibt es jetzt sonst nichts mehr zu tun, zu regeln, zu klären. Ich freue mich extrem auf den Rückrundenstart und das sehen Sie beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss, bis dann.